Stable Online. Ja, immer noch die erste Woche. Diesmal hier an der Kürbisjagd. Das Rennen, was ich anfangs sehr gehasst habe und dann irgendwann lieben gelernt habe. Ja, Grüße, Kleines. Alles klar. Jedes Jahr zu dieser Zeit erwacht Golden Hills mit wundervollen kleinen Kürbissprösslingen. Und aus einigen größeren werden wundervolle Kürbissen zum Leben. Es ist ein wirklich heiteres Ereignis. Allerdings ist es dieses Jahr etwas anders. Das Portal nach Golden Hills ist inaktiv und die Kürbisse schlafen tief und fest. Falls jemand das Portal wieder aktiviert, können sie allerdings aufwachen. Und wir hätten auch dieses Jahr eine Kürbisjagd. Ah ja, ich kann sie schon spüren, wie sie Unruhe auf den Feldern stiften. Wacht auf, kleine Kürbisse. Welchen Schabernack habt ihr dieses Jahr für uns? Unsere Zeit ist wieder einmal gekommen. Wenn der Mond im leuchtenden Orange am Himmel steht, werden einige von uns Kürbissen von den pandorischen Energien besessen oder verzaubert. Und ganz Jorvik wird von einer herbstlichen Aufregung heimgesucht. Ja, es ist an der Zeit für die Kürbisjagd in Golden Hills. Ich sehe die Verwirrung in deinem Gesicht, Kleines. Du fragst dich, was uns dazu bringt, lebendig zu werden. Nur um uns dann zu verstecken. Es sind die Emotionen, die ihr Menschen mit uns verbindet. In vergangenen Zeiten nannten die Menschen den Vollmond zu diesen Jahreszeiten Erntemond und Jagdmond. Ihr habt so viel Zeit investiert und euch so gut um all unsere Bedürfnisse gekümmert, damit die Ernte in unserem Jahr reichhaltig ausfällt. Oh, was für ein Bangen und was für eine Freude. Bald werdet ihr belohnt. Ah, aber welchen Sinn hat eine Jagd, wenn nicht die Herausforderung? Und ist die Belohnung nicht viel erfüllender, dank der Hindernisse, die du dafür überwinden musst? Vielleicht verdanken wir dieses spitzbübische Sein an uns den Jahreszeiten. Mach dir keine Sorgen, Kleines. Du wirst für den Abschluss der Jagd belohnt werden. Vielleicht schließt sich einer von uns dir an, als Begleiter auf deinen Abenteuern. Das Zufallslos wird bestimmen, ob und wann das geschieht. Okay. Also, was sagst du? Bist du bereit für die Herausforderung, uns aufzuspüren, Kleines? Wir möchten natürlich eine faire Herausforderung. Das Portal neben mir bringt dich nach Golden Hills, wo die Jagd stattfindet. Es funktioniert allerdings nur, wenn du schon einmal dort warst und derzeit Zugang zu Golden Hills hast. Durchquere das Portal neben mir und lerne die Regeln unseres kleinen Spiels. Und dann sprich mich wieder an, wenn du bereit für die Jagd bist. So machen wir's. So und nicht anders. Upsala. Das war sehr pandorisch. Und da ist Idris wieder. Ich glaube, den sehen wir immer nur einmal, oder? Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass das irgendwie Idris Werk ist, wenn das gemacht wird. Okay.
Beim Geist des großen Galoppierers. Meine Kürbisse sind besessen. Ja, wie jedes Jahr, Jasper, wie jedes Jahr. Ich wollte mir gerade ein paar meiner wertvollen Kürbisse vom Feld schnappen, um sie zum Markt zu bringen. Als, siehe da, die Kürbisse nach mir schnappten. Die Kürbisse hüpften herum wie kleine Teufelsbraten. Eine Katastrophe. Dasha, du musst mir helfen, die frechen Dinger wieder unter Kontrolle zu bringen. Klicke den besessenen Kürbis an, finde die drei Kürbissprösslinge und klicke sie an. Bringe die Sprösslinge zum besessenen Kürbis zurück. Okay. Ich werde mir die größte Mühe geben. War, glaube ich, da hinten irgendwo. Ja, da. So. Ich glaube, beim ersten Mal musste ich weder wegrennen noch jagen. Das ist gut. Sieh dir das an. Sie sind eine Familie. Jetzt, wo du sie wieder zusammengebracht hast, sind sie gar nicht mehr so unheimlich. Wo? Oh, was ist das? Scheint eine Art Belohnung für dich zu sein. Vielen Dank, dass du mir hilfst, mein Feld wieder unter Kontrolle zu bringen. Aber jetzt, wo meine preisgekrönten Kürbisse eine eigene Persönlichkeit haben, kann ich sie doch nicht verkaufen und zu Kürbiskuchen machen. Was sag ich denn nur Frau Holdsworth? Oh je, oh je. Sag ihr die Wahrheit. Sie ist doch eine Hexe. Wissen wir mittlerweile. Die kennt sich doch mit sowas aus. So, auf zur Kürbisjagd. In Golden Hills sind besessene Kürbisse in freier Wildbahn unterwegs. Ah ja, besessene Kürbisse sind eine knifflige Angelegenheit. Sie wissen, wie man sich versteckt. Wenn du einen entdeckst, nähere dich ihm vorsichtig. Interagiere mit ihm und die Jagd beginnt. Die kleinen Sprösslinge werden hervorkommen und spielen wollen. Hinterher und fange sie. Kehre zum besessenen Kürbis zurück, wenn du alle Sprösslinge gefunden hast. Der besessene Kürbis wird dich mit einer Belohnung überraschen oder mit einem bösen Schabernack. Ist es ein Schabernack, stellt dich der Herausforderung und du wirst belohnt. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ist denn der Kürbis dieses Jahr, wo man eintauschen kann? Oder kann man hier gar nicht mehr eintauschen? Man scheint gar nicht mehr eintauschen zu können. Also sammelt man hier quasi nur noch die Seelensplitter und kann dann wieder zurück, oder wie? Anders könnte ich mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen. Ja. Ja gut, sei so. Okay. Dann, ihr Lieben, würde ich... Oh nee, warte mal. Nee, hier kann man nur, die Herbstmarken eintauschen. Tauscht man dann die Splitter ein? Verstehe ich gerade nicht. Ist auch egal. Ich werde das schon irgendwie rausfinden. Gut, ihr Lieben, das war's zum Kürbisrennen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.